Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über Sarah Bone und George Torres reden. Diese beiden sind bei der Polizei leider kein unbeschriebenes Blatt, denn sie wurden schon mehrfach wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Wie zum Beispiel im Juli 2018. Da wurde sie nämlich angeklagt. Sarah sagte über diesen Fall, sie wäre von Torres nach oben ins Schlafzimmer geschleift und gegen das rechte Auge getreten worden, weil sie in einer Bar mit einem Typen gesprochen hätte. George sagte den Ermittlern dagegen, Sarah hätte versucht, ihn zu erwürgen. Und wenn er sie nicht von sich getreten hätte, hätte sie ihn arbeitsunfähig gemacht. In der eidesstattlichen Erklärung sagten die Abgeordneten, sie hätten nicht sagen können, wer der Schlimmere von beiden war. George Torres wurde 2019 dreimal festgenommen. Seine letzte Verhaftung war im September. Laut der eidesstattlichen Erklärung beschuldigte Sarah ihn, sie auf das linke Ohr geschlagen zu haben. Laut der Versicherung bestand damals eine einstweilige Verfügung. Ein Nachbar sagte über die beiden, es ist nicht ungewöhnlich, dass die Polizei in der Wohnung des Paares sei. Die Wände hier sind sehr dünn. Sie können sie schreien und Dinge herumschlagen hören. Die beiden hatten definitiv eine gewalttätige Geschichte, soweit er das durch die Wände sagen und hören kann. George Torres war 42 Jahre. Er war Vater von drei Kindern. Alle drei waren aus einer anderen Beziehung. Sarah hatte auch ein Kind. Auch dieses war aus einer früheren Beziehung. Keines der Kinder lebte bei den beiden. Im Februar 2020 wurde sie festgenommen, nachdem sie 911 anrief. Sie sagte am Telefon, mein Freund und ich, wir haben gespielt. Wie eine Art Versteckspiel. Also ich bin eingeschlafen und als ich aufwachte, war er tot. Im Koffer. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie teilte dem Polizisten mit, dass George Blut aus dem Mund kam. Und spekulierte, dass er möglicherweise ein Aneurysma erlitten habe. Sie fügte hinzu, dass ihr Freund einen violetten Farbton hatte, als sie ihn aus dem Koffer zog und versuchte, CPR durchzuführen. Sie sagte der Telefonistin, er ist steif und er ist lila. Sarah wird nach ihrer Festnahme von einem Polizisten eskortiert. Die Polizei entdeckt Videos auf ihren Handys, die angeblich die Frau zeigen, die George filmt und darum bittet, aus dem Koffer befreit zu werden. Während ihres ersten Interviews mit den Detectives sagt Sarah, sie und Torres hätten Bilder gemalt, ein Puzzle gelöst und Woodbridge Chardonnay getrunken, als sie beschlossen, Verstecken zu spielen. Sie sagt, sie habe sich oben in der Dusche versteckt, aber George sei nie nach oben gegangen, um nach ihr zu suchen. Als sie die Treppe herunterkam, fand sie ihn im Wohnzimmer und gemeinsam entschieden sie, dass sie George in den blauen Koffer zumachen sollte, wobei zwei seiner Finger aus dem Reißverschluss ragten. Sarah behauptete, sie sei ins Bett gegangen, während George noch im Koffer steckte und dachte, er könne sich selbst herausholen. Sarah und George haben beide gelacht, als sie ihn in den Koffer gesteckt hat. So heißt es in der eidesstattlichen Erklärung. Um 12.30 Uhr. Sagt Sarah, sie habe beschlossen, nach oben zu gehen, während George noch im Koffer steckte. Sie legte sich ins Bett und schlief eine halbe Stunde später ein. Sie behauptet die ganze Zeit, weder sie noch ihr Freund seien betrunken gewesen. Am nächsten Morgen wachte sie auf, aber sie blieb noch eine Weile im Bett liegen. Sie dachte, George wäre bereits am Laptop, auf der Suche nach einer Anstellung. Gegen 11 Uhr ging sie nach unten. Konnte ihren Freund aber nirgendwo finden. Sie flippte aus und erinnerte sich, dass sie ihn das letzte Mal in den Koffer gesehen hatte. Sie öffnete das Gepäckstück und fand George im Inneren nicht ansprechbar. Sie rief ihren Ex-Mann an, der ein paar Minuten später eintraf. Er wies Sarah an, sofort 911 anzurufen. Die Polizisten, die am Einsatzort ankamen, fanden George seinen leblosen Körper neben einem blauen Koffer auf dem Boden liegen. Den Dokumenten zufolge hat das Opfer eine Schnittwunde an der Lippe, Blutergüsse um Auge, Stirn und Schulter.
sowie Nagelkratzer auf Rücken und Nacken. Während der Untersuchung gab Sarah den Detectives mündlich und schriftlich die Zustimmung, ihr Telefon zu durchsuchen, was zur Entdeckung der beiden Videos führte. Während eines anschließenden Polizeiinterviews bestritt Sarah, mit Torres in einen Streit geraten zu sein und ihn absichtlich im Koffer zu lassen. Sie sagte auch, sie erinnerte sich nicht daran, diese Videos aufgenommen zu haben, von denen sie zugab, dass sie schlecht aussahen. Berichten zufolge widersprach sie dann ihrer ursprünglichen Aussage und sagte, dass sie und George im Alkoholkonsum für das Geschehen verantwortlich wären. Sarah saß an einem Mittwoch mit versteinertem Gesicht vor Gericht und sah sich einer Mordanklage für Tod ihres Freundes George gegenüber. Sie wurde beschuldigt, ihn in einen Koffer gesteckt und zum Sterben zurückgelassen zu haben. Die Beweise dafür waren Fotos von Traumata an mehreren Stellen am Körper des Opfers. Am 30. Januar 2023, also dieses Jahres, noch gar nicht so lange her, soll das Verfahren beginnen. Es sollte eigentlich früher beginnen, wurde aber im November 2022 verschoben und dann erneut auf das nächste Jahr verschoben, also dieses Jahr. Sarah sieht sich einer Mordanklage zweiten Grades wegen des Todes von George Torres Jr. gegenüber. Gerichtsdokumente zeigen, dass Sarah einen Brief am 3. Oktober 2022 an ihren Anwalt schrieb, die anscheinend verärgert über ihn war, weil er, wie sie sagte, nicht mit ihr kommunizierte. In dem Brief steht, ich lese ihn euch jetzt vor, seit heute, den 3. Oktober, sind sie seit fast 3 Monaten, 12 Wochen, 84 Tage, mein vom Gericht bestellter Anwalt und haben nur 3 Mal mit mir gesprochen. Ich würde zumindest gerne wissen, dass alles in Ordnung ist und den Status einiger Dinge besser verstehen, was ich plan oder woran ich möglicherweise arbeiten muss. Das war, was sie schrieb. Der Verteidiger von Sarah sagte, er plane, eine angeschlagene Ehegattenverteidigung einzusetzen, wenn ihr Fall vor Gericht gestellt wird. Voraussichtlich noch im Jahr 2020, was ja nicht der Fall war. Am 17. Januar von 2020 teilte der Verteidiger dem Richter mit, dass der Fall noch nicht verhandlungsreif ist und dass er sich noch mit Sarah treffen und Fachexperten für ihre Verteidigung finden müsse. Der Anwalt bat auch um einen Verhandlungstermin im April, weil er im Februar einen weiteren Fall hat. Der Richter setzte eine Vorprozesskonferenz für den 28. März 2020 mit einem möglichen Prozess in der Woche vom 10. April an. Eine Statuskonferenz wurde für Ende Januar angesetzt. Im Dezember 2020 schickte Sarah dem Richter einen schriftlichen Brief, in dem sie mehrere Bedenken anführte, insbesondere in Bezug auf einen angeblichen Mangel an Kommunikation seitens des Richters, der ihren Fall überwacht, oder ihres Verteidigers. Laut den Online-Aufzeichnungen hat Sarah jedoch keinen Antrag auf einen neuen Anwalt gestellt. Sie sagt auch, sie plane einen Brief an den Gouverneur Ron DeSantis über das Missmanagement ihres Falles zu senden. Sarah wurde ohne Kaution festgehalten und muss bei einer Verurteilung mit einer lebenslangen Haft rechnen. Sie wird vom Orange County Public Defender vertreten, der den Fall noch nicht kommentiert hat. Ich würde euch jetzt gerne erzählen, was genau auf diesen Videos zu sehen ist. Video von Torres, wie er erstickt langsam, ist 2020 sogar viral gegangen. In dem Video ist der Koffer zu sehen, wie Sarah lacht und Torres die ganze Zeit bettelt. Er sagt, öffne mich, ich ersticke. Aber Sarah ignoriert das und lacht und sagt nur, das liegt an allem, was du mir angetan hast, Dummkopf. Die ganze Zeit über sagt er, er könne nicht atmen und würde ersticken, aber sie ignoriert es und ging sogar dann später schlafen. Es ist wirklich erschreckend. Man hört richtig, wie er bettelt, wie er keucht. Also es ist wirklich sehr erschreckend. Also ich würde euch nicht raten, das Video euch anzugucken, aber ihr müsst es für euch wissen, ob ihr euch das angucken wollt. Ich habe mich selber sehr erschrocken, weil
Also es ist wirklich schlimm. Es sollte ja Ende Januar der Prozess beginnen. Ich habe leider noch nichts Genaues darüber rausgefunden, was jetzt genau passiert ist, ob sie eine lebenslange Haftstrafe bekommt oder nicht. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde weiterhin schauen, ob ich etwas über diesen Fall, also wie es nun weitergeht mit Sarah, euch in die Kommentare dann verlinken, wenn ihr das möchtet. Ja, und damit sind wir am Ende von diesem Video. Einen sehr erschreckenden Fall von einem Pärchen, das sich gegenseitig überhaupt nicht gut getan hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!